Hallo liebe Fotofreunde, was geht ab? In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du den Dunst auch ohne Kreativ Cloud 2015, nämlich mit der Boxed-Version oder einer älteren Version von Lightroom, anwenden kannst. Wie das alles funktioniert und auf was du achten musst, zeige ich dir nach einem kurzen Intro. Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Video. In diesem Video geht es heute darum, wie Anwender mit der Lightroom Version 6 sich den Dunst-Entfernen-Regler nachbauen können. Mein Name ist Jürgen Schütz und vorweg noch etwas in eigener Sache. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Abonniere jetzt meinen Kanal, nie wieder ein Video verpassen. Ich bedanke mich schon einmal im Voraus bei dir. Vielen herzlichen Dank. Okay. Ihr kennt es ja, ihr habt die Lightroom Version 6 und die ganzen YouTuber, die hier mit der Creative Cloud arbeiten, haben etliche Funktionen mehr, die bei euch einfach nicht integriert worden sind. Ein wesentlicher Bestandteil der Nicht-Integration ist der Dunst-Entfernen-Regler, der jetzt hier bei mir unten angezeigt wird, der fehlt bei dir hier komplett. Wie du das aber alles nachbauen kannst, zeige ich dir jetzt. Ich habe dazu ein paar Presets erstellt, die habe ich hier schon installiert. Von 15, 15 plus 20 bis minus 5 bis minus 20, jeweils 4 Schritte. Wenn du mehr Schritte haben möchtest, kontaktiere mich. Am Ende des Videos blende ich dir eine E-Mail-Adresse ein. Du kannst mich dann darüber ganz gerne kontaktieren. Okay, wie bekommst du diese Presets? Eigentlich ist es gar kein Problem. Ich lösche jetzt hier im Vorfeld einmal die installierten Presets. Ordner löschen. So, weg sind sie. Und das brauchen wir auch nicht, das kann ich auch gleich löschen. Das müssen wir nachher ganz kurz anlegen, damit das funktioniert. Okay, du musst als allererstes zu mir auf die Webseite surfen. Die URL blende ich dir jetzt ein, befindet sich aber auch noch einmal in der Videobeschreibung. Du klickst da auf den Link und landest auf dieser Webseite. Ich habe dir hier noch ein bisschen Beschreibung zusammengestellt und hier noch eine kleine Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung. Okay, du klickst hier unten auf den Download-Button. Habe ich jetzt hier schon gemacht, wie du sehen kannst, ist schon zweimal runtergeladen worden. Ich habe mir das aus dem Download-Verzeichnis auf meinen Desktop gelegt. Die liegen jetzt hier. Ich werde dir das hier einfach Schritt für Schritt zeigen. Ich habe mir die Presets bereits runtergeladen und aus dem Download-Verzeichnis hier auf meinen Desktop gelegt. Ich entpacke mir das gezippte Verzeichnis, indem ich doppelt draufklicke, ziehe mir den Unterordner auf meinen Desktop. Das Ganze ist jetzt ausgepackt. Ich schaue einmal rein, was sich darin befindet. Da befinden sich jetzt einfach die jeweiligen Presets. Ich schließe das Ganze, klicke mit der rechten Maustaste auf Kopieren oder mit Steuerung und C, wechsle dann in mein Lightroom zurück. Im Lightroom angekommen, erstelle ich mir ganz kurz eine neue Vorgabe, einfach eine Dummy-Vorgabe, die überhaupt keine Werte enthält. Ich gehe jetzt hier einfach auf das Plus-Symbol, nenne diese Test und sage einfach auf Erstellen. Wichtig ist nur, dass du die Testvorgabe in den Ordner Benutzervorgaben speicherst. Du kannst hier mit dem Klick drauf auswählen, wo sie gespeichert werden soll. Benutzervorgaben ist gut. Erstellen, klick dann auf Erstellen. Und habe jetzt hier eine Testvorgabe. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf diese Testvorgabe und sage in Explorer anzeigen. Okay. Ich wechsle jetzt von dem aktuellen Verzeichnis User Presets mit dem Pfeil nach oben auf Develop Presets und mit der rechten Maustaste und einfügen füge ich den entpackten Dunst entfernen Ordner, den ich vorhin kopiert habe, hier ein. Ich schließe alles, ich schließe auch mein Lightroom, starte Lightroom erneut. Und der Ordner Dunst entfernen mit all seinen Vorgaben ist enthalten. Die Testvorgabe kann ich jetzt wieder löschen, die brauche ich nicht mehr. Okay, und jetzt kannst auch du deinen Dunst hier reduzieren, 20. Oder vielleicht auch nur 5. Oder unter Umständen auch hinzufügen. Wenn alles nicht wirkt, kann ich hier mit dieser Vorgabe
den Dunst wieder auf Null zurücksteigen. Okay, ganz wichtig noch am Ende, die Vorgaben wurden ausschließlich mit Lightroom 6 getestet. Wenn du eine ältere Version verwendest und du möchtest dieses testen, gar kein Thema, es bleibt dir überlassen. Nur eine Garantie, ob das funktioniert, kann ich dir nicht geben. Mit Lightroom 6 funktioniert es definitiv, darunter muss ausprobiert werden. Falls du es ausprobierst und es geht oder es geht auch nicht, schreib mir das bitte in den Kommentaren. Es würde mich echt interessieren, gib mir Feedback. Ich brauche Feedback, ob das so funktioniert. Wie gesagt, getestet wurde es mit der Lightroom 6 Version, da geht es problemlos. Darunter muss getestet werden. Ich konnte nur bis Lightroom 6 das Ganze nachstellen, darunter leider nicht. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Probier es aus, lade dir die Presets runter, installiere diese Presets, teste es. Wenn du mehr Presets-Abstufungen benötigst, zum Beispiel 17, 18, 19 oder über 20 hinaus, kontaktiere mich auf der E-Mail, die am Ende von dem Video eingeblendet wird. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video verpassen. Auf der rechten Seite befinden sich zwei weitere coole Videos von mir. Check diese auch aus. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Folge mir auf Facebook. Die URL dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.